Hallo und recht herzlich willkommen zurück zur letzten Squad Battles Folge diese Woche. Zur letzten voraufgenommenen Game Folge mehr oder weniger. Ab Sonntag ist alles wieder ganz beim Alten. Weiß ich nicht, ob Sonntag ganz beim Alten ist, aber Montag auf jeden Fall. Darkness ist unser heutiger Gegner. Und die Mannschaft ist schon nicht ungefährlich. Drücken wir es mal so aus. Aber ja. Bringt nichts, wir müssen alle Mannschaften schlagen, wenn wir hier Münzen haben wollen und besser werden wollen. Gedson Fernandes kriegt hier jetzt erstmal einen Vertrag. Dann würde ich sagen, auf geht's rein ins Spiel. Und dann schauen wir mal, was wir gegen unseren gegnerischen Club so anrichten können. Der spielt in Weiß, das heißt, wir dürfen in Schwarz spielen. Haben wir auch schon lange nicht mehr. Auf geht's. Schwarz-Gelb gegen Weiß. Schwarz oder Weiß-Grau. Müssen wir mal gucken. Was hier so möglich ist diesmal. Jorginho Kovacic im Mittelfeld, Tammy Abraham im Sturm. Bisschen querbeet durchgemixte Aufstellung noch mit 52 Teamchemie, aber 82 Gesamt. Das, was wir halt nicht haben, ne? Gedson Fernandes. Redmond über die Außen. Redmond. Oh, schade. Jorginho passt da besser auf. Das wäre halt schön gewesen, wenn Ginter jetzt den Ball hier nicht geklärt hätte, sondern wir den Ball vielleicht hätten nochmal in die Mitte geben können. Danny Rose gegen Tammy Abraham. Ja, tritt ihm einfach mal hinten rein. Nochmal Tammy Abraham. Gedson Fernandes, jawoll. Dann geht jetzt der Portugiese wahnsinnig gut. Kein Abseits. Nein, kein Abseits. Omishi Batshuayi macht es 1-0 für San Diego. Kein Abseits. Redmond mal mit dem Querpass durch den Strafraum. Lang überlegt, wie es ins Spiel, aber ja, Onana macht nichts. Und der Belgier trifft wieder. Wollen wir uns natürlich nicht drüber bescheren. 1-0 nach 10 Minuten. Gegen einen vermeintlich deutlich stärkeren Gegner. Oh, der Ball ist weg, wollte ich gerade sagen. Meine lieben Freunde, der Ball ist weg. Gedson Fernandes. Upala. Batshuayi. Tielemans. Oh, der war schlecht von James. Der war wirklich schlecht. Oh! Unfreiwillig nochmal deutlich gefährlicher worden, der Ball. James legt ihn vorbei. 2-0. Das ist Wahnsinn, was die zwei da vorne spielen. Batshuayi und James Rodriguez. Das ist echt Wahnsinn, wow. Ich hoffe nur, dass wir irgendwann mal hier bei Solo Battles auch mal wieder ein Heimspiel haben, weil, wie gesagt, online werden wir wahrscheinlich nicht so viel spielen dieses Jahr. Everton. Maurice James kommt nicht hin. James geht jetzt aber in die Mitte, um mitzuverteidigen, nachdem er hier den Ball nicht bekommen hat. Redmond mit dem Katastrophenfass. Und James fragt mal höflich an, ob er den Ball vielleicht nicht doch kriegt. Oh, Redmond. Smalling ist da, Tielemans, Gedson Fernandes. Tielemans,
Tielemans hat auch noch kein Tor geschossen. Dabei bleibt es auch. Muss ich zurückerinnern, welches Talent Tielemans mal war, beim gerade im Karrieremodus. Was? Oh. Fragezeichen abseits. Sagt er nein und Batshuayi mit dem richtig ersten richtig guten Kopfball von ihm. Aber leider nicht gut genug, um an Onana vorbeizukommen. Gedson Fernandes. Auch schon lang kein Tor mehr geschossen. Gedson Fernandes. Aber der kam wenigstens aufs Tor. Die Heimfans pfeifen schon. Und das nach 29 Minuten. Reece James. Läuft mit dem Ball stark von Willian. Ja, ich würde sagen, bei einer Mannschaft läuft es gerade nicht so. So, überhaupt gar nicht so. Oh. Ja. Oh. Wow, Mann. Ja, wenn dann halt noch einer von uns steht, dann hätte das schon was werden können. Batshuayi. Bleibt da aggressiv. Ich schaue, müssen wir Calvert-Levin auch mal wieder bringen. Haben wir mal kaum gebracht. Und bisher haben wir noch nicht wirklich gebraucht. Muss man, dazu sagen, es ist schöner Fehler vom Außenverteidiger. Redmond. Batshuayi. Diesmal ist Onana da. Diesmal ist Onana da. Oh, Tammy Abraham. Zieht er dann doch zurück, als er sieht, dass ein Tielemans mit angezogenem bzw. mit ausgestrecktem Bein angeflogen kommt. Reece James und das ist Willian. Ball war jetzt nicht so gut. Das da kannst du gar keiner. Das ist ja fast schon langweilig. Das ist ja fast schon langweilig. Batshuayi. Redmond. Batshuayi. Und jetzt ist er drin. Aber gibt Abseits. Oh. Da ist die Fahne oben. Schade. Das wäre ein schönes Tor gewesen. Der erste noch verhindert. Dann kommt der Schuss. Da steht er im Abseits. Aber der Ball kommt ihm mehr oder weniger eigentlich vom Gegenspieler, weil es ist ja kein Pass. Batshuayi, jetzt steht es 3-0. Ich habe mir gerade überlegt, passt jetzt nochmal zu James oder ziehst du einfach selber drauf und dann ist okay. Michi, hau drauf, mach ihn rein. Abseits? Ja, schade. Schade, 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 schade. Gedson Fernandes. Oh, komplett unangegriffen. Gedson Fernandes, Halbzeit 2-0. Ne, 3-0. Entschuldigung, wir führen ja 3-0. Da war ja was, wir führen ja 3-0. 6-0 Torschüsse. Läuft doch alles mehr als wundervoll nach Plan, oder? Wie seht ihr das? Na, Tielemans war das jetzt. Ich muss ja aufpassen. Tielemans hat ein bisschen hellere, beziehungsweise rot-rot-schwarze Schuhe. Gedson Fernandes hat nur rote Schuhe. Und vielleicht ein bisschen unterscheiden. Defensiv machen sie trotzdem beide einen klasse Eindruck. Uah. Auch wenn der Pass jetzt nicht so Bombe war.
Okay, der Ball einmal quer über die Seite und das ist dann abseits. Das haben sie sich irgendwie anders vorgestellt gerade, glaube ich. Oh, kein Abseits, kein Abseits. Das ist Formsache, das ist absolute Formsache. Der läuft da in der Mitte durch. Vollkommen alleine gelassen. Aber das ist halt voll unsere Taktik. Du kriegst den Ball und dann zwei, drei Pässe und einfach laufen. Johnny Evans. Gibt es Ecke? Ja. Ich hatte mich gerade schon Angst, dass es Elfmeter gibt. Das hätte natürlich auch sein können. Dean Henderson verlängert. Sehr schön. Gerson Fernandes, passt auf. Oh, Gerson Fernandes kriegt den Ball wieder zurück. Dem die war auch nicht geplant gewesen gerade. Thielemans, Reece James, Thielemans. Das ist die Chance für den Belgier. Er macht's nicht. Er macht es einfach nicht. Und das ist Willian und die Bellecana. Aber der ist leider am Tor vorbei. 60. Minute bleibt beim 4-0. Und das ist James. Und James? Ja, probiert einfach mal. Batshuayi. Okay, steht 4-0. 65 Minuten Zeit für den Wechsel. Batshuayi darf raus. Der hat super getroffen heute. Calvert-Lewin rein. Wir bringen Sessegnon für Rodriguez und Rose für den Comte Bertrand. Calvert-Lewin, gleich mal mit der ersten Großchance, beziehungsweise Sessegnon. Oh! Ryan Sessegnon. Da ist schon ein Ball, den er machen muss eigentlich. Der springt uns aus. Da wollen wir uns auch nicht drüber beschweren. Calvert-Lewin. Oh, wo geht der Ball? Der Ball, wo geht der Ball denn hin? Ja. Oh, der war Katastrophe. Tammy Abraham. Johnny Evans, Smalling. Und dann ist Evans doch noch da. Da kann man auch Foul geben. An Johnny Evans in dem Fall. Gemacht. Calvert-Lewin. Calvert-Lewin. Spieler lag es nicht, drücken wir so aus. Laporte kommt für Alvaro. Sessegnon, der macht ihn! 5-0!
79. Minute, 5-0. Hatte ich mir nicht ganz so vorgestellt, dass wir so hoch gewinnen tatsächlich. Getson Fernandes ist da zumindest dran mit einer Hand. Getson Fernandes. Cessenio. Ja, Calvert-Lewin hilft nicht so mit, wie es hätte tun können. Willian über die Außen. Cessenio. Und Calvert-Lewin passt nicht auf, es tut mir leid. Also das war jetzt wirklich nicht unauffällig, wie dieser Ball da vor Cessenio rumkullert, dass man den hätte nicht kriegen können. Calvert-Lewin. Tielemans, Willian, Calvert-Lewin und jetzt trifft er. Also ich wahrscheinlich Calvert-Lewin, oder? Nicht Lewin. Aber egal, 6-0. Damit würde ich sagen, war das eine erfolgreiche Squad Battles Woche. Wie gesagt, in Zukunft können wir das Ganze auch aufstocken auf höchsten Schwierigkeitsgrad dann. Ah, da muss halt die Mannschaft dann noch stärker sein. 2035 Punkte kriegen wir dann nochmal. Und damit holen wir uns tatsächlich 10.194 Punkte. Das ist echt gut. Gold 3. Ich bezweifle mal, dass wir das schaffen, dass wir das halten, diesen Level. Aber würde mich freuen, wenn es so wäre. Genau. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sag ciao mit V und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei FIFA 21 Ultimate Team. Bis dahin. Ciao mit V und bleibt gesund.